Der Präsident hielt große Stücke auf Sie, Agent Kennedy. Auf Sie auch. Sie waren 30 Jahre lang befreundet. Stimmt es, dass nur Sie beide zum Zeitpunkt seines Todes bei ihm waren? Was soll das heißen? Naja, es muss Ihnen doch klar sein, dass Sie beide unter Verdacht stehen. Was diese Anschläge angeht. Was? Agent Harper. Zum Zeitpunkt des Angriffs waren Sie nicht auf Ihrem Posten. So dass der Präsident ungeschützt war. Finden Sie nicht, dass solch ein Verhalten verdächtig ist? Verdammter Bastard! Sie haben das doch alles geplant! Und welche Beweise haben Sie für diese absurden Anschuldigungen? Ich bin der nationale Sicherheitsberater. Das heißt... Ich verhindere terroristische Angriffe. Ich plane sie nicht. Sie Lügner! Wenn Sie beide so von Ihrer Unschuld überzeugt sind, können Sie sich ja umgehend stellen. Dafür wird er bezahlen. Das wird ja immer besser und besser. Wir sitzen jetzt im selben Boot. Das macht uns wohl offiziell zu Partnern, ob es uns gefällt oder nicht. Es ist okay. Wenn Sie mir helfen, gehört das alles Simmons? Mit diesem Labor direkt über unseren Köpfen würde ich glatt behaupten, dass es so ist. Diese Ada, wenn wir ihr trauen? Das ist wirklich keine einfache Frage. Eine Vorgeschichte, was? Beten sollen, als wir noch in der Kathedrale waren. Warum bleiben die Toten nicht einfach tot? Also da gehen wir nicht lang. Oder spielen Sie gerne mit dem Feuer? Los, finden wir einen anderen Weg. Roger. Thank you.
Da steht was auf der Tür. Bringt Beweise für die Verwandtschaft. Verwandtschaft? Simmons Stammbaum? Ich habe keine Beweise dabei. Sie etwa? Nein, ich habe nichts. Ob hier irgendwas Brauchbares herumliegt? Moment mal. Dieser Ring von Ada. Ein Ring? Sie gab Ihnen einen Ring? Bingo. Danke für das Geschenk, Ada. Okay. Anscheinend holen wir uns nasse Füße. Das Wasser macht mir keine Sorgen. Soll das ein Witz sein? Was zur Hölle war das? Wäre zu schön, wenn irgendwas mal von warmem Wasser überflutet wäre. Roger.
Weiterdrehen! Es funktioniert! Ja. Helena! Leon! Helena! Geht's Ihnen gut? Ja, aber ich bin jetzt hier drüben. Ich gebe Ihnen Deckung, so gut ich kann. Machen Sie weiter! Los! Leon, ich komme nicht durch. Geht es von Ihrer Seite auf? Moment, ich sehe nach. Kommen Sie jetzt durch? Ja, es geht. Da kommen wir nie im Leben durch. Vielleicht kann man das abschalten. Hier wird alles mit Kurbeln aktiviert. Also erledigen wir den, der kurbelt, und sind die Speere los. Suchen? Wir wissen nicht, ob überhaupt eine da ist. Stimmt. Aber was sollen wir sonst machen? Überraschung! Hier gibt es keine Kurbel. Ich suche sie. Suchen? Wir wissen nicht, ob überhaupt eine da ist. Stimmt. Aber was sollen wir sonst machen? Thank you.
Überraschung! Hier gibt es keine Kurbel. Ich suche sie. Suchen? Wir wissen nicht, ob überhaupt eine da ist. Stimmt. Aber was sollen wir sonst machen? Willkommen zurück, Fremde.
Wie es aussieht, kommen wir endlich hier raus. Roger! Los, geht mir weiter! Ich habe genug. Willkommen im Mittelpunkt der Erde. Vorwärts! Nicht jetzt! Ich verspreche Ihnen, Simmons wird mit all dem nicht davonkommen. Gut. Er soll bezahlen für das, was er Debra angetan hat. Du lässt uns nicht weg, was? Vorwärts! Danke für die Hilfe, Partner. Vorsicht! Ich bin nicht immer da, um sie zu retten. Sorry, du überschreitest das Höchstgebiet. Yeah.
Deshalb muss es auf einen Ausgang gehen.
Okay. Raja! Keine Ahnung.
Was für ein Scheißtag. Ah! Helena! Nein! Hier! Okay, ich suche einen Platz zum Hochklettern. Helena! Können Sie mir mit dem Gitter helfen? Ich versuch's. Moment! Leon! Er kommt! Mist! Danke. Helena! Ich brauche Hilfe! Vielen Dank.
Schützen! Zielen Sie auf das Dynamit! Ja? Gute Arbeit! Sterilisiert das Gebiet. Und zerstört alle Beweise. Wie kann er nur? Gott sei Dank sind Sie noch am Leben. Wo ist Simmons? Nach Ihrer Unterhaltung ist er sofort verschwunden. Mist! Wo ist er hin? Als er aufbrach, sprach er mit jemandem am Telefon. Er klang nicht gerade glücklich. Können wir rausfinden, wo er hin ist? Keine Sorge. Ich lasse ihn beschatten. Er ist gerade auf dem Weg zum Flughafen, von wo er mit seinem Privatjet nach China fliegen will. China? Ja. Sehen Sie sich das an. Was ist passiert? Ein weiterer Bioterroranschlag. Die BSAA bestätigt, dass es wie in Osteuropa vor 6 Monaten der sogenannte C-Virus war. C-Virus? Solche Kokons gab es auch hier. Wir müssen Simmons stoppen und ihn in Gewahrsam nehmen. Uns fehlen Beweise. Und momentan sind Sie beide die Hauptverdächtigen. Nein. Hören Sie, Hannigan. Täuschen Sie unseren Tod vor. Schaffen Sie das? Was? Natürlich. Aber wir können die nicht ewig täuschen. Was haben Sie vor? Wir fliegen nach China.